Servus! Heute morgen ganz anderes Video, weil ich bin gerade unterwegs zum Bratzeltag. Und wer meinen Kanal von Anfang an kennt, weiß, dass mein allererstes Video der Bratzeltag 2017 war. Also hat altes Blech heute oder morgen genauer gesagt, sowas wie ein Geburtstag. Es ist eine Veranstaltung vom Technikmuseum in Speyer. Das ist eigentlich ziemlich cool, weil da nicht nur Oldtimer hinkommen, sondern auch Extremumbaute. Und Speyer zeigt auch selbst Extremumbaute. Aber was ihr da genau seht, das werdet ihr dann jetzt in dem Video sehen. Ich bin auch gerade in einem Oldie unterwegs, so, weil man muss mit dem Oldie unterwegs sein, damit man überhaupt eine Einfahrgenehmigung kriegt. Das ist ein 123er Coupé, mit dem ich unterwegs bin. Das Auto habe ich mir erst vor kurzem zugelegt. Ich kenne das eigentlich kaum und bin so ein klein bisschen nervös, weil ich ihn halt noch nicht komplett durchgeguckt habe. Ne? Aber wir werden sehen, ob wir ankommen. Bis jetzt sieht alles gut aus. Ne? Also bis gleich. Also der erste Mangel, der mir jetzt schon an dem Auto aufgefallen ist, jetzt wo ich hier so im Rückstau stehe, die Heizung kann nur warm. Man kann nicht kalt schalten. Das nervt natürlich ein bisschen, weil hier ist die Hölle los. Jetzt schon so viel los, ey. Ja, es staut sich gerade, es sind viele auf einmal gekommen. Ah, okay. Ich würde sagen, mach mal Arbeit. Also das Ding würde ich mir wirklich gerne hören. Was soll man einer sagen, Deutz baut keine Motorräder. Die vielen Autos anzuschauen, das macht richtig Spaß. Ja, super. Ja, das ist halt echt was Altes. Das ist schon... Weil das denkt Mensch normalerweise, das Ding ist neu aus dem Laden. Ne? Das ist aber nichts mit neu aus dem Laden. Mir gefällt auch der Öltank gut. Ne? Kübelwagen, seine habe ich auch schon mal gehabt. Ne? Und ärgere mich heute noch drüber, dass ich ihn verkauft habe. E-Type erinnert mich immer an den Luis von Nesfilm. Noch nie so viel Buggys auf dem Haufen gesehen. All die Indien. Kugelschreiber und so weiter und so fort. Mit noch die Schaltung am Tank. Ist ja das Überfahren. Das ist auch richtig cool. Ratzelwurst, Original. Guck mal, was die hier rumstehen. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Ding kurz schließen und mal kurz rund durch den Orbit fliegen. Mir muss nur noch eine Idee kommen, wie ich das Teil hier unauffällig rauskriege. Übrigens ist das Ding echt. Also das ist kein Space Shuttle, das ist das russische Pendant. Also ich finde schon allein wegen dem russischen Space Shuttle ist das hier ein Besuch wert in dem Museum. Ich will jetzt keine Werbung machen für das Museum. Aber der Bratzeltag in Kombination mit dem Museum zusammen ist auf alle Fälle ein Besuch wert, weil man sieht hier wirklich coole Sachen. Und wenn ich an das Teil da denke, ne, das ist so Technik drin, wie beim alten Transistorradio, wo so elfenbeinfarbene Knöpfe dran sind. Wenn er den einen Knopf drückt, springen die anderen raus. Also das Ding läuft immer. Und ist nichts Computermäßiges drin oder schon irgendwas. Das ist richtig abgefahren. Leider kann ich das nicht so zeigen, weil dafür ist heute einfach zu viel los. Nur damit ihr euch die Größe vorstellen könnt, erstens mal die Größe von den Leuten. Und dann da oben drüber seht ihr einen Helikopter. Und es ist auch kein kleiner, von den Russen. Ich versuche mal näher ran zu zoomen, aber... Ja. Also das Ding ist schon richtig, richtig schweinegroß. Also Raumfahrt-Nerds kommen hier voll auf ihre Kosten. Für GP-Fans ist hier auch gesagt,
Weil hier stehen ein Haufen GP-Mopeds rum von Kawasaki. Das Ding hier ist ein Zweitakter. 250 Kubik, 2 Zylinder mit 78 PS. Das muss man sich mal vorstellen aus dem Zweitakter. Auch ein paar Klassiker wie die CB250 von 1974. Die hat logischerweise 250 Kubik und 30 PS. Ich finde E21 wird einfach zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt irgendwie. Weil das sind sauschöne Autos. Geil, ja. Aggressive Front, das ist einfach noch, das war noch knackig. Das ist schon ein Fass. Also ich sagte auch, der macht richtig Spaß. Wenn er 2,7 Liter ETA drin hat mit dem Kopf um 3,25 oder 3,20 ist es glaube ich, dann gehen die richtig, richtig ab, die Teile. Da hier sehen wir jetzt eine Güllepumpe, als Boba umgebaut. Wird vielleicht der Kollege vom Boss Rider interessieren. Ich finde den Bobber ziemlich gelungen eigentlich. Muss ich wirklich sagen. Also da hätte ich auch nicht gedacht, dass man so viel aus einer Güllepumpe rausholen kann. Weil die Güllepumpe an sich ist eigentlich ein Moped, das mir gar nicht gefällt. Aber hier ist es super umgesetzt. Neue Sescher Camaro mit Phantomgrill. Immer noch eins von der Form schönsten Amis, finde ich, weil er nicht so arg übertrieben groß ist. Vor allem bei dem finde ich jetzt geil, dass er nicht aussieht wie ein Schaufensterauto, sondern der sieht fast aus wie ein Survivor vom Lack her. Der Lack ein bisschen ausgebrannt, ein paar Lackschäden dran und ein Auto, wo halt auch benutzt wird. Und sowas finde ich eigentlich immer geiler. Es bringt nichts, wenn ihr den schönsten Oldtimer daheim habt und ihn benutzt nicht, weil ihr Angst habt, da kommt was drauf. Und Plymouth. Wenn ich das Auto sehe, kriege ich so einen Nostalgie-Gedanke. Weil früher habe ich an den Teilen ziemlich viel geschraubt. Das waren allgemein die Coupés früher ohne B-Säule, die haben mir immer am allerbesten gefallen. Und vor allem das Ding, weil es schön eckig ist. So wie es gehört. Normalerweise ein super Motorradtransporter, aber halt in der Form, wenn er hinten mit dem Arsch so hoch hängt, nicht. Also irgendwie sieht er aus wie ein paarungsbereites Nashorn. Ja. Hier ein gemachter Mustang. Noch mit Klima, MSD-Zündanlage. Das ist eigentlich alles Zeug, das für mich gar nicht so interessant ist, weil ich das vor 10, 15 Jahren habe ich mich dort irgendwie absolut satt geschraubt. Aber trotzdem sehr schönes Auto, sehr gut gemacht. 76er Mercury Cougar. Ach, sehr geil als Survivor. Lack total matt, aber nicht so lackiert, sondern ist wirklich total ausgebrannter Lack. Steht aber richtig gut da, das Teil. Das habe ich, glaube ich, auch letztes Jahr schon hier gesehen. Und die Cougars finde ich halt auch cool, weil sie einen Phantomgrill haben. Wobei, der hat ihn jetzt gerade offen. Aber normalerweise sind die Scheinwerfer halt versteckt im Grill. Finde ich ein super Auto. Gefällt mir. Ist einer von den schönsten Fords aus der Zeit, finde ich. Also Mustangs, die gehen gar nicht so an mich wie das Teil. Der zweite Morgen vom Bratzeltag. Und heute ist Sonntag. Heute ist altes Blech tatsächlich ein Jahr alt. Und jetzt gucken wir mal, vorhin hat es geregnet, deswegen ist ein bisschen weniger los. Jetzt gucken wir mal, was hier abgeht am zweiten Tag. Hier wieder die Super 7 in Renndress. Ich finde, Renndress steht der Super 7 einfach am besten. Also das ist, da hätte ich auch mal Bock damit, über die Nordschleife zu blosen mit dem Teil. Darf irgendwie auf keiner Oldtimer Veranstaltung fehlen. Ein 300er SL Flügeltüre. Also ich denke, wir stehen da gerade vor 800.000 Euro bis 1 Million. Ne? Ist der Hammer, was die Dinger mittlerweile kosten. Was da hinter mir an der Wand hängt, ist eine abgeschossene Messerschmitt. Ja, da kann man sich auch die Überreste von dem angucken. Ne? Was aber auch interessant ist, ist der Opel Kapitän hier. Und zwar
Der war damals schon 1939 mit selbsttragender Karosserie, also kein Leiterrahmen mehr. Das muss man sich mal überlegen. Bei der Armee hat das gedauert bis in die 60er Jahre, bis die mal angefangen haben, da irgendwie mit Halbleiterrahmen, Hilfsrahmen zu arbeiten. Und noch viel länger, wie sie komplett die selbsttragende Karosserie hatte. Und hier haben sie schon 1939 im Opel drin gehabt. Da hat jetzt nur hier so einen Militärlook. Ne? Ich meine, klar, 1939, für was ist denn der wohl eingesetzt worden? Mini Cooper als Rod. Hinter mir ist jetzt C3 Corvette. Das ist eigentlich nichts Besonderes hier, da stehen jede Menge rum. Was aber an der Kisch besonders ist für Amis jetzt, ist, dass die damals schon hin eine Einzelradaufhängung hatte hat und vierfach Scheibebremse. Und vierfach Scheibebremse ist total ungewöhnlich für Amis. Hier haben wir jetzt den ersten Thunderbird und das war direkt das Konkurrenzmodell zur CN's Corvette. Wobei der Thunderbird sich dann gemeistert hat zum riesengroßen Coupé und die CN's Corvette eigentlich zum amerikanischen Sportwagen. Ja? Was irgendwie nicht zusammenpasst, Amis und Sportwagen. Hier sind wir jetzt bei der typischen Gangsterkarre, Adler. Also das ist die Form, wo ich unter Gangsterkarre verstehe. Ja? Aber da geht es noch weiter mit den Dingen. Auch mal was Fettes, ein Rolls-Royce. Rolls-Royce sage ich, Jaguar Mensch natürlich. Das ist natürlich ein Rolls-Royce. Gott, die Maschine, geiles Grau. So seidematt grau ist die. Also ich glaube, eins von meinen nächsten Projekten wird genau die Farbe haben. Der Opel Diplomat hinter mir ist gebaut worden zu einer Zeit, wo Opel wesentlich wirtschaftlich gesünder war als Mercedes. Und wenn Mercedes beinahe verkauft worden zu dem Zeitpunkt, ne? Und ich glaube sogar, dass das Ding die Vergleichstests damals gewonnen hat zwischen S-Klasse und Opel. Das muss man sich mal vorstellen heutzutage. Ne? War auf jeden Fall eine geile Karre, war ein Chevy V8 drin. Hinter mir seht ihr jetzt ein Pontiac GTO. Das war übrigens das erste echte Muscle Car. Ich kriege immer die Krise, wenn manche Mustangs als Muscle Car bezeichnen. Weil ein Mustang ist ein Pony-Car, wie ein Camaro oder ein Firebird. Und Muscle Cars waren halt die größeren Coupés, wie Charger, GTO und so weiter, wo so Familie-Coupés, die halt richtig dicke Motoren drin hatten. Wenn der jetzt auch einen 400er Motor drin hat, dann also steht zumindest mal drauf. Er sieht das so aus wie ein echter GTO, weil oft haben sie den Bonneville genommen in den letzten Jahren und haben den umgemodelt, der war von der Karosserie her gleich, war halt einfach nur schwächer motorisiert und schlechter ausgestattet. Und das hier ist halt eine richtig dicke Karre, kenne auch bestimmt aus dem Film XXX. Und ich finde den richtig gut, allerdings ist es ein mordsgroßes Auto und das merkt man eigentlich erst so richtig, wenn man neben einem normalen Auto steht. Wir sehen ja den besten Pratzeltag-Mitarbeiter. Ne? Also so Typen zeigen euch, wo ihr parken müssen, wenn ihr Einfahrt machen. Ne? Mit eurem eigenen Oldtimer. Und schon allein wegen ihm ist es wert, hierher zu kommen. So, liebe Community, wir sehen uns beim Pratzeltag. Ja, 2019 dann. Antonov, Doppeldenker. Wenn ich den sehe, muss ich immer an Steelbodies denken, wie der mit so einem Teil über den Ozean geflogen ist in die USA. Also da habe ich tiefsten Respekt davor, so eine Aktion durchzusehen mit so einem alten Flugzeug. Insgesamt würde ich jetzt die Veranstaltung, wenn ich sie beurteilen müsste, also es ist auf jeden Fall wert, dass man herkommt, aber sie hat in letzter Zeit meiner Ansicht nach gleich ein bisschen abgebaut. Es liegt viel daran, dass man nicht mehr so viel Extremumbauten von Privatleuten sieht. Und das finde ich schade, weil da waren schon in den letzten Jahren geile Sachen dabei. Die sieht man jetzt gar nicht mehr so. Also da sollten sie gleich ein bisschen die Leute zuckern, die hierher kommen privat und ihre private Umbauten halt ausstellen. Übrigens, bevor ich es vergesse, altes Blech ist jetzt genau ein Jahr alt geworden und ich habe jetzt schon 9600 Abonnenten beim Kanal, der Thema behandelt, das sowieso eigentlich ziemlich spezifisch ist und als zweites, wo ausschließlich im Dialekt gesprochen wird. Trotzdem habe ich in ganz Deutschland Abonnenten, in Österreich,
in der Schweiz. Und das freut mich natürlich ganz besonders. Das hätte ich so nicht erwartet. Also ich bin ja kein Typ, wo jetzt extra Abonnenten-Special bei 10.000 macht. Aber das Wachstum ist relativ gut, wobei das nicht nur mein Kriterium ist. Also ich bin kein Abonnentenfänger oder so irgendwas. Trotzdem ist es halt riesengroßes Lob an mich. Oder ich verstehe das jetzt halt immer so, dass es ein riesengroßes Lob ist, weil das alles halt so relativ glatt gelaufen ist. Wenn man es auch genau sieht, man sieht auch sehr gut, dass es ein ganzer Haufen tolerante Leute sind, weil ich kaum auf die Videos Hater-Kommentare habe. Ich habe eigentlich nur Hater-Kommentare auf Videos, die, ich sage jetzt mal die E-Bike-Videos oder so, wo unter die Gürtellinie gehen. Aber ansonsten auch, wenn einer mal andere Meinung äußert, dann hacken nicht alle auf den rum. Und das soll schon ziemlich was heißen. Und so Abonnenten sind dann 9.600 wesentlich wertvoller wie 100.000, wo so ein metrosexuelle Mainstream-Kanal abonnieren und wo es nur darum geht, Hauptsache viele Abonnenten. Also das ist ein Dankeschön an euch. Und das ist natürlich ein Grund für mich, auf jeden Fall weiterzumachen. Ich habe jetzt eben mehr auch jede Menge Anregungen holen können für weitere Umbauten und so. Und habe gesehen, auf was ich weiterhin Bock habe. Ne? Also bin sehr glücklich darüber. So, das war's jetzt eigentlich. Ich bin auf dem Heimweg. Es ist noch relativ früh, aber ich muss ja das Video halt auch noch zusammenschneiden. Und wir sehen uns beim nächsten Bobber-Aufbau-Video. Allerdings kriegen wir jetzt im Abspann zu sehen, was passiert, wenn ich mal kurz pinkeln gehe und bei Kumpels die Kamera liegen lasse. Ja. Also, wir sehen uns beim nächsten Bobber-Aufbau-Video. Und tschüss. Jetzt läuft's. Jetzt sind wir on air. Test, Test. Hallo Leute. Hallo Leute. Wir machen heute ein kleines Backstage-Video. Ich will euch nur mal sagen, der Sven, der ist nicht vorne wie hinten. Ihr müsst aufpassen. Ich würde ihn sofort ababonnieren hier. Geht gar nicht. Aber pst, erzählt mir noch, dass er überhaupt gar nicht schrauben kann. Und Schraube kann er auch nicht. Der hat einen Ghost-Schrauber. Da ist er. Das ist der Ghost-Schrauber. Ja. Yeah. Wir machen jetzt einen eigenen YouTube-Channel. Den könnt ihr abonnieren. Kommt gerade rüber, wir schicken euch den Link. Der heißt uraltes Stahlblech. Ah, hier, sagt selbst Sven, der wird auch immer richtig aggressiv. Ja. Der verschlecht uns. Schlacht er uns wieder. Nötigt uns zu sexuellen Spiel. Wieder Analplugs. Ja. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Hier, macht's gut. Ciao.